Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich euch Face-Produkte vorstellen, und zwar Iconic Face-Produkte. Und ich würde sagen, los geht's. Das erste Produkt, was so ein Iconic-Produkt ist, ist der Bronzer von The Balm Bahama Mama. Ist er so Iconic? Weiß ich jetzt nicht. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein guter Blush. Blush sage ich schon, ein guter Bronzer. Also den Bronzer kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also wenn man einen Bronzer sucht, kann ich auf jeden Fall sagen, ja, der ist gut. Ist gut, ja. Ist gut, habe ich ausgetestet. Die sind natürlich sehr kompakt. Das ist genauso wie der war ja der Instain von The Balm. Der Blush war ja in meinem High-End-Favoriten-Video. Und was ich an denen so gut finde, die sind sehr kompakt. Du hast einen Minispiegel drinnen und sie sind sehr kompakt. Und sie sind auch nicht so schwer. Das heißt, sie sind wirklich perfekt auf Reisen. Also wenn, ups, wenn wir jetzt reisen. Und reisen muss ja nicht immer gleich von nach jetzt LA oder so sein. Es kann ja jetzt auch einfach nur sein, ich fahre jetzt ein Wochenende zu meinem Freund oder zu, keine Ahnung, schlaf bei meiner Freundin, whatever. Es kann ja alles Mögliche sein. Das heißt, es muss ja nicht gleich LA sein. Also und dafür finde ich die halt echt gut. Den schmeißt du einfach in die Tasche, Make-up-Bag und los geht's. Also der ist, dafür finde ich die generell, die von The Balm, sehr kompakt und ich mag die. Ja. Also kann ich empfehlen, ja, schon. Also es ist kein schlechtes Produkt, auf keinen Fall. Es gibt schon einen Grund, warum diese Produkte iconic sind. Und zwar als nächstes haben wir von Jouer die Blush Duo Palette in Flirt. So sieht die aus. Da. Ich wollte ja schon immer die von Jouer haben. Also ich habe immer gesehen, alle hatten die und die waren so bougie und oh, die sind so cool. Und dann hatte ich sie endlich und ich bin auch froh, dass ich sie habe. Und sie ist auf jeden Fall wirklich gut. Das Einzige, was man wissen muss, ist, dass das jetzt keine zwei Blushe unbedingt sind, also auf jeden Fall nicht in The Flirt. Und zwar der eine, der hellere Ton, ist eher mehr wie so ein Highlighter. Das heißt, das verleiht dem Blush dann eher mehr so einen Schimmer. Das heißt, ich mische die dann immer und dann habe ich so einen eher schimmerigen Blush. Also ich finde die ganz toll, jetzt vor allem im Frühling und so habe ich eher mehr schimmerige Blushes, also dafür perfekt. Also kann ich empfehlen. Als nächstes kommen wir zu Highlightern. Und zwar habe ich gleich drei Iconic Highlighters. Und wir beginnen mit dem von The Balm, The Merry Luminizer. Und zwar, das ist ja so ein Iconic Produkt. Also das hatte ja jeder in der YouTube-Zeit 2016, 2017. Das war einfach das Produkt schlechthin. Und ist es jetzt so gut? So sieht er mal aus. Also ja, ich finde ihn echt nicht schlecht. Das ist eher so ein mittlerer Highlighter. Das ist jetzt nicht so ein extremer Highlighter. Es ist eher mehr, nicht natürlich, aber du siehst schon, dass du Highlighter oben hast. Aber es ist jetzt nicht so extrem, extrem. Also ich finde, es gibt schon einen Grund, warum der iconic ist. Also der ist schon echt schön. Ja, und die Farbe ist auch echt toll. Du bekommst keinen weißen Strich oder so. Ja, also den kann ich auch empfehlen. Also der ist gut, ja. Ja. Als nächstes haben wir auch, ups, als nächstes haben wir auch ein Drogerieprodukt slash, ja, doch Drogerieprodukt. Und zwar rede ich von einer Palette, die zu mir jede Freundin gesagt hat, die musst du unbedingt kaufen, die ist so toll, ich liebe die und die ist so billig und jeder hat die, also ich hatte wirklich das Gefühl, jeder in meinem Umfeld hatte sie, und zwar, beziehungsweise hat sie, und zwar rede ich von The Sleek Highlighting Palette in Soul Styles. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. So sieht die mal so aus, so ein ganz schimmeriges Packaging, und dann sind hier vier Highlighter-Töne drin.
Also den Creme benutze ich nicht, das gleich vorab. Ich mag keine Cremeprodukte und ich verstehe auch nicht, was das ist. So in einer pudrigen Palette, das vermischt sich dann immer und wird dann so widerlich. Also finde ich es unnötig. Aber die anderen drei Töne, die drinnen sind, sind wirklich toll. Also die mische ich dann immer alle drei zusammen und gebe die dann drauf und das wird dann einfach urschön. Das ist eher mehr für stärkeren Glow. Also Leute, die sagen, ich möchte jetzt nicht so einen starken Glow, würde ich die jetzt eher nicht. Aber die ist auf jeden Fall für Boom in your face. Also die ist richtig toll, so für ein Fortgehen oder generell eher mehr, wenn man sagt, oh, jetzt möchte ich so richtig extremen Highlighter, ist die Palette genau richtig. Und vor allem, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht die High-End-Produkte, kann man ja auch ein Drogerieprodukt nehmen, was auch iconic ist. Beziehungsweise war, die waren alle iconic. Die sind's, obwohl ich glaube, sie sind es immer noch. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ich sehe nicht, dass die Leute die noch benutzen. Ja, weniger. Schade. Aber heute erwähnen wir sie wieder und wollen auch auflösen, ob sie wirklich so iconic sind. Und da kommen wir jetzt auch schon zum letzten Produkt. Und zwar, das habe ich, ich habe den The Balm Bronzer oben und Jouer Blush Duo habe ich auch oben. Und den Highlighter, den ich heute oben habe, ist Jeffree Star Cosmetics Skin Frost Peach Goddess. Und zwar, sind die ersten Highlighter, die er jemals rausgebracht hat. So sieht das jetzt aus. Der ist echt schön, aber der ist halt echt, der ist echt extrem. Also wenn man sagt, das ist mir jetzt zu viel, dann würde ich eher den Mary Luminizer kaufen. Also die haben schon Wumms. Also, also der ist echt, also ich liebe es. Also ich finde es richtig toll, weil ich hatte ja in meinem High-End-Video, hatte ich ja den Supreme Frost von Jeffree Star. Und der war ja eher mehr, natürlich nicht, aber eher mehr so mit Glitzerpartikel und eher mehr so Fairy-mäßig. Da finde ich den, ist jetzt eher mal so, hello, ich bin da. Also der ist schon echt nice, nice, nice. Also ich verstehe, warum der iconic ist. Der hat seinen Iconic-Stempel auf jeden Fall verdient. Und jetzt habe ich mir noch gedacht, dass ich diese Prachtstücke alle mal ranke sozusagen. Wer ist meine Nummer 1? Wer ist meine Nummer 5? Und ich würde sagen, ich sage euch mal, in welcher Ordnung ich die ranken würde. Also welchen empfehle ich am meisten. Und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, von wem ich am meisten geschwärmt habe, war der von Jeffree Star. Also der ist schon echt toll. Also das ist auf jeden Fall meine Nummer 1 von diesen Iconic Face Products. Also der ist halt einfach echt toll. Also echt, also das ist, mir fehlen die Worte, ist echt. Echt, echt ein toller Highlighter. Meine Nummer 1 von den Face Products. Yes. Nummer 2 ist die Sleek Palette. Weil sie billig ist. Also billig, aber sie ist auf jeden Fall billig im Vergleich zu den anderen. Und ich finde, das ist halt, hat auch echt eine gute Qualität und der Glow ist halt echt gut. Und meine Nummer 2. Meine Nummer 3 ist von Jouer das Blush Duo. Ich finde die echt toll. Also ich finde die jetzt echt, die hat den dritten Platz verdient, einfach wegen diesem Bougie, also das Packaging, den Flair. Also du bekommst halt wirklich dieses teure Feeling, wenn du die Palette benutzt und die Qualität ist auch schön. Ich finde jetzt, wie gesagt, Blush, es muss jetzt nicht immer High-End sein, aber wenn man dieses Bougie ein bisschen teure mag. Also auf jeden Fall mein Platz 3. Mein Platz 4 geht an Trommelwirbel, Mary Luminizer. Ja, der hat auf jeden Fall den vierten Platz verdient. Ist ein schöner Highlighter, auf jeden Fall. Die sind, also wie gesagt, die sind alle gut, diese Produkte, weil jetzt komme ich auch zu meinem fünften Platz. Und zwar, das ist der Bahama Mama Bronzer von The Balm auch.
Aber wie gesagt, also auch wenn der jetzt mein fünfter Platz ist, heißt das nicht, dass ich den jetzt schlecht finde. Ich finde, das sind alles gute Produkte. Mich hat keiner dieser Iconic-Produkte enttäuscht. Ich kann auf jeden Fall mit gutem Gewissen sagen, ich glaube auch, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet. Man muss halt immer mit der Einstellung reingehen, dass halt High-End ist teuer. Also wenn ihr jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht so viel Geld ausgeben, Sleek Palette. Deshalb war es mir auch wichtig, dass ein Drogerieprodukt dabei ist, weil nur High-End ist halt auch blöd. Und ich finde auch, dass das ein Iconic-Produkt ist. Also das ist wirklich eine Palette, die mir jeder gesagt hat, die musst du kaufen, die ist so toll. Ja. Also, das waren meine Iconic Face Products. Also meine sind es ja nicht, aber das sind einfach Produkte, von denen ich immer was gehört habe, von Leuten, die haben mir das immer erzählt, dass ich auf YouTube gesehen habe. Und ich musste die jetzt alle testen und mein Feedback dazu abgeben, ob sie jetzt wirklich so iconic sind. Und ja, das sind gute Produkte. Also, es gibt einen Grund, warum Leute sie empfohlen haben. Und ich kann sie auch weiterempfehlen. Also, wenn man sie noch nicht selber getestet hat und ein Produkt jetzt sucht, ein Face-Produkt, kann man auf jeden Fall eines von denen nehmen und wird, ich denke nicht, dass ihr enttäuscht sein werdet, wenn ihr euch eins davon holt. Ja. Na gut, das war's dann im heutigen Video. Und zwar, ich würde mich sehr gerne freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir ein Like da lassen würdet und kommentieren. Am besten alles gleichzeitig. Und ich würde sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!